Die Spuk auf der Bühne, die Leute kriegen alle Corona. Es war wirklich haarsträubend, aus Unkenntnis und aus, ich sage jetzt ein poetisches Wort, aus Lieblosigkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich zur heutigen Ausgabe der Zeitgespräche begrüßen. Mein Blog, den ich da als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender mache. Und es ist mir heute eine ganz, ganz große Freude, den meiner Meinung nach bedeutendsten Kabarettisten unseres Landes bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Lukas Resetaritz. Ich freue mich, hier zu sein. Ich danke sehr herzlich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Jetzt, Lukas Resetaritz hat mich persönlich ja immer begleitet. Ich habe mir da ein paar Dinge aus Ihrer Biografie, die wahrscheinlich eh die meisten kennen, aber ich habe mir da einiges angeschaut. Da hat der Gerhard Roth ja einmal über Sie 2014 geschrieben, ich darf das zitieren, Lukas ja. Resetaritz ist der Paganini unter den österreichischen Kabarettisten, seine Sprachkonzerte sind brennende Christbäume. Und so weiter und so fort. Also ich habe das für eine ganz, ganz tolle Beschreibung. Der Paganini war ja einer der bedeutendsten Geiger des 18. und 19. Jahrhunderts, ja. Der halt vor allem durch seine Geigeninterpretationen und seine Variationen groß geworden ist. Dann habe ich mir einmal angeschaut, das bekommt auch der Begriff Aufgeigen beim Fußballspielen. Aufgeigen, kommt jawohl. Auch Paganini. Und dann habe ich mir angeschaut, die Programme, und als ich das so ein bisschen gelesen habe, habe ich mir gedacht, gibt es da irgendeins, was ich nicht gesehen habe? Also es ist mir jetzt nicht in Erinnerung. Aber Sie haben ja so tolle Sachen in Ihrer Laufbahn gemacht, so vielseitig als Schauspieler, als Musiker, als Kabarettist. Und ich habe ein bisschen nachgedacht, meine erste Wahrnehmung muss so gewesen sein, um 1975 herum, da hat es in Wien diese Arena-Bewegung ja. gegeben. Ich war damals 15 Jahre alt und da haben sie, ob das nicht mit den Schmetterlingen war, so einen schwarzen Sarg ausgetragen. Ich glaube, das war das Begräbnis der Kulturpolitik. War ein bisschen später, es war das Arena-Begräbnis und damit ja. auch das Begräbnis der Kulturpolitik damals. Da habe ich eine Grabrede gehalten, da haben wir in der halb zerstörten Arena, da waren schon Ruinen im Hintergrund zu sehen, habe ich diese Grabrede gehalten. Zur Arena mit der Wolf Deutschler damals noch gelebt hat, der war auch dabei und viele Mitstreiter aus der Besetzungszeit. Und es war damals tatsächlich so, dass Kultur keine Rolle gespielt hat. Und es ist dann, das darf man kann das nicht oft genug sagen, die Stadträtin Fröhlich Sandner, die mit einem Schwarzen verheiratet war, ja. Die hat den großen Schub gemacht, zugelassen in der Kulturpolitik. Weil es war vorher so, wenn man gefragt hat, ein Lokal auf der Meile zwischen Kleinkaffee und Wunderbar, da waren drei Lokale, da sind ja. jetzt 30 oder 40. Ja. Ja. Weil man früher jeder Bezirksvorsteher, ich brauche doch kein Lokal, ich brauche das Gesindel nicht. Das gibt Nachtlokale, nach ja. Mitternacht einen Hunger haben, hat man müssen gehen in ein Lokal, das von den Prostituierten ja. frequentiert wurde, da hat es ein gutes Essen gehen bis um 4 Uhr in der Früh, ansonsten heimgehen. Licht hat dran schlafen geht. Das heißt, Wien war da gewaltig abgehängt sozusagen von den Absolut. Internationalen Standards. Und auch wirtschaftlich darf man das nicht vergessen, was die sozialdemokratische Stadträtin da gewirkt hat, ein riesen Wirtschaftsschub, weil die Kultur zugelassen wurde, dadurch auch die Lokalitäten für die jungen Leute. Wien war eine uralte Stadt und gehört heute zu den jüngsten ja. europaweit ja. und ist ein Zielpunkt für viele Reisen junger Menschen daher, weil es einfach die beste Stadt der Welt ist. Naja, das war ja auch gerade die Zeit, wo es ja in Wien große Diskussionen gegeben hat, dass man Fußgängerzonen in der Innenstadt einrichtet oder der Bau der Donauinsel, der ja ein gewaltiges Thema war. Beschimpft worden, die Roden setzen sich ein Denkmal. Ich als Floridsdorfer, lange Zeit in Floridsdorf, dann in Biesenberg, immer an der Donau gelebt. Die Leute, die dort gelebt haben oder leben, die wissen, was die Donau ist und was die kann. Und das war damals so, die großen Überschwemmungen, da war der 2. und der 20. komplett unter Wasser. Wir waren noch geschützt vom Hubertusdamm. Ja. Und dieses Entlastungsgenie war eine geniale Geschichte. Noch dazu die Landgewinnung in der Mitte eben die Insel und dort dann zu wohnen, war quasi ein Slum, das war Brooklyn oder was, ja. der Brookhaven, wo ja. ich gewohnt habe, oberhalb des Donauturms. Ja.
Dort reißen sie die Leute, zahlen jeden Preis, für die, weil du hast auf der einen Seite noch Wasser, auf der anderen Seite noch Wasser, Oma U-Bahn, Unter U-Bahn, ja, also besser geht's nicht. Damals ist sogar die Koalition zerbrochen mit der ÖVP, ne? Ja. Ja. Da hat, die haben Morgenluft gewittert, das waren die bunten Vögel, ja, in allen Ehren, der Herr Buseck. Ja. Aber der Wahlkampf mit diesen Beschimpfungen von Langfristprojekten, das hat einen Grad von Kurzsichtigkeit gehabt, dass man sich gedacht hat, noch viel klarbürgerlicher geht es jetzt aber nimmer. Wir kennen ja in positivster Auslegung, kann man sagen, wir haben 42 Kilometer Strand in Wien. Ja. Und das ist schon einmalig. Und allein das, was den Grünanteil, wenn man sich anschaut. Also es ist, das ist ja nicht von ungefähr, wie es manchmal von neidigen Wahlwerbenden, konkurrierenden Parteien, das, ist ja nicht von, das machen nicht irgendwelche Fritzeln und Hanseln, diese Bewertungen, die ja von unterschiedlichen Institutionen kommen. Ja. Und dort ist Wien immer eins oder eins bis drei. Das hat, da ist ja was dahinter, bitteschön. Also man kann das nicht dann so runtertragen. Oder vom Herrn Orban lasse ich mir mein Wien auch nicht runtertragen. Nein, sagen Sie mal, Sie haben jetzt doch einige Jahrzehnte die Kabarettszene dominiert. Wie hat sich denn das Kabarett verändert in den Jahren? Das hängt genau mit der jetzt gerade besprochenen Geschichte zusammen. Es gab Menschen, junge Menschen, die wollten Kabarett machen. Ich war mit Kabarett Kaif, wir wollten so Monty Python-artig. Das hätte man natürlich nie gemacht, das hätte niemand gesehen, die nächste Zeit damals. Und wir wollten spielen, man konnte nirgends spielen. Man musste Unterschlupf finden bei einem Theater, bei mir war es der Dieter Haspel, wo ich dann spielen durfte, ein paar Wochen im Jahr gekriegt habe. Es gab keine Räume. Und dann entstanden auch alles im Dunst der Arena-Bewegung, die Kulisse, das Spektakel und dann gab es eine Kabarettistin oder ein Kabarettist, schön und gut, aber irgendwo muss er oder sie auftreten auch kennen. Und damals war es nicht so, in der Zwischenzeit habe ich schon fünfmal Burgtheater gespielt. Ja. Also das war damals das war ungefähr so gewesen, wie wenn man jetzt Hund auf der Burgtheaterbühne äußern würde. Ja, aber da, das heißt, es hat sich die Szene auch mit der Zeit sozusagen auch gefördert entwickelt. Es hat sich die Szene gefördert entwickelt, das war wichtig. Ich war ja immer gegen Subvention für mich als Kabarettist. Ja. Ja. Ich war nie. Das wurde falsch ausgelegt. Ich war nie dagegen, dass ein Lokal subventioniert wird, das mir den Auftritt ermöglicht. Ja. Das sind zwei verschiedene Paar Schocken. Aber es wird oft nicht differenziert. Ich kann es schon, weil da habe ich was zwischen die Uhren. Und dadurch leben wir gerade eine ganz grausliche Zeit mit dem Virus. Ja. Und Sie haben sich ja da vor einigen Wochen ganz, ganz deutlich auch in der Öffentlichkeit artikuliert. Was mich ärgert, weil ich oft sage, ich reg mich auf über Blödheit. Ich reg mich nicht auf über geburtgegebene Blödheit, dass jemand halt einfach nicht so, mit seinem Hirn nicht so gesegnet ist. Ich reg mich auf über Fleißblödheit, über absichtliche Blödheit. Und das zeigt eine Nicht-Empathie, das zeigt eine Interesselosigkeit. Und so wurde mit uns umgegangen anfangs. Ja, das geht nicht. Mir spucken, die spucken, alle spucken. Im Bierzelt spucken, die speiben sich gegenseitig an. Nein, das ist eine gastronomische Geschichte. Die spucken nicht. Aber ich spuck auf der Bühne, die Leute kriegen alle Corona. Es war wirklich haarsträubend aus Unkenntnis und aus, ich sage jetzt ein poetisches Wort, aus Lieblosigkeit. Ja. Vielleicht und ein bisschen mangelnde Intellektualität. Bitte? Vielleicht ein bisschen mangelnde Intellektualität. Ja, das kann man gar nicht sagen. Zum Beispiel jetzt bei der Staatssekretärin, die hat Europapolitik gemacht in Brüssel und Frauenpolitik ist alles okay. Aber sie hat ein Ressort genommen, von dem sie keine Ahnung gehabt hat. Und in dem Fall stimmt die mangelnde Intellektualität, die begründet ist in Interesselosigkeit. Ja. Weil man ist ja nicht Kulturpolitiker, weil daheim ein Bösendorfer gestanden ist im Wohnzimmer. Da waren jetzt viele Kulturpolitiker und die meisten täte ich nicht wohl. Aber Sie haben das so schön ausgearbeitet, Sie haben gesagt, das geht ja nicht nur um die Kabarettisten, aber da gibt es ja jemanden, der für die Karten zuständig ist, für die Beleuchtung zuständig ist, für die Gastronomie. Und noch einmal Trumpf auf mit der Lieblosigkeit, ist eine soziale Lieblosigkeit, weil einem diese oder einer diese Leute gar nicht einfallen. Ja, da steht der Resitalz auf der Bühne, der macht seinen blöden Kasperl-Ding. Da sind 40 Leute hinter ihm, die die Tieren aufsperren, die den Deppen den Platz zeigen, die das Licht auftragen, dran putzen, Klimaanlage. An die denkt man einfach nicht. Und das ist ein Zeichen der Zeit. An die Leute, die da herumwurlen und alle hakeln, an die denkt man nicht. Und wen dann negativ? Wie sehen Sie sozusagen, wenn Sie jetzt die Entwicklung vom Kabarett vergleichen mit der politischen Entwicklung? Gibt es da gewisse, wie soll man sagen, Schnittmengen?
Ja, die gab es und gibt es immer. Es ist nur dieses Schlagwort, das oft so in flachen Interviews verwendet wurde, schlechte Zeiten, gutes Kabarett, so einfach ist nicht. Wer bestimmt, was schlechte und was gute Zeiten sind? Ja? Es gab in guten Zeiten sehr gutes Kabarett, weil die guten Zeiten vielleicht nicht so gut sind, wie sie als Überschrift verkauft werden. Der Kabarettist und die Satirikerin, die sind gehalten, dort die Widersprüche zu erkennen und gesagt, allein ist die Zeit wirklich so gut? Ja. Du Straßenkehrer, findest du, dass es eine gute Zeit ist? Du Bauhackler, findest du, dass es eine gute Zeit? Du Supermarktkassierer, findest du, dass es eine gute Zeit? Nein, das ist die gute, wer bestimmt, was die gute Zeit ist? Die meisten, die sagen, es ist eine gute Zeit, denen geht es gut. Ja. Kann man sagen, dass das Kabarett auch das Spiegelbild sozusagen von Politik und Gesellschaft ist? Nun, noch weiter würde ich gehen, ein Spiegelbild der Widersprüche in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der Politik. Ja. Ein Spiegelbild der Widersprüche. Die Satirikerin, der Satiriker nehmen Bruchstellen auf, die nehmen Kanten auf, die nehmen Widersprüchlichkeiten auf und führen sie dann entweder ad absurdum, indem sie sie so weit steigern, dass man dann draufkommt, also quasi prächtig sozusagen soll gearbeitet werden, dass die Konklusion im Zuschauer entsteht. Nicht sagen, nein, so ist es, nicht Überschrift, sondern jetzt frage ich mich, wie ist das? Jetzt frage ich mich, warum hat der Bundeskanzler da einen Fotografen mit und drängt sie neben dem, ich habe jetzt das Video gesehen, die ist die Merkel, redet mit einem Wichtigen, redet mit einem Wichtigen und der Unwichtige stellt sich dazwischen hin und redet aber nichts, nur und schaut nur. Ja. Weil sein Fotograf, da stell dich zu Merkel, stell dich, schau da gegen die Rolling Stones, stell dich niemand mit, check und tu so, wie wenn du mit ihm reden tust. Na, angeblich hat es einmal einen freiheitlichen Politiker gegeben, der im israelischen Parlament in der Kantine einen Minister die Hand gegeben hat und der Fotograf ist dabei. Stand, das stimmt so. Ne? Ich wurde ja oft gewarnt, zu Haiders Lebzeiten, wenn er irgendwo ist, man konnte sich nicht wehren, der war wie ein Judokämpfer, der ist auf einen zu, hat die Hand gehabt, den Grinser gehabt und davon, Gott sei Dank konnte ich abwehren, durch meine Nahkampftechnik. Bis beim Fußballklären. Nein, aber jetzt Kabarett, Politik, das ist schon, sind schon faszinierende Welten. Und Sie haben ja immer so ein bisschen ein feines Naserl gehabt, gewisse Trends oder Entwicklungen vorherzusehen. Sie haben zum Beispiel in einer Zeit, wo man die Ausländerfeindlichkeit jetzt noch nicht jetzt das bestimmende politische Thema war, haben Sie schon in ihren Kabarets das irgendwie kritisiert und das auf einer sehr feinen, subtilen Form. Genau, vor allem diese Absurdität, diese Bruchlinie, die sie entwickeln. Also manche Tiere und manche Menschen spüren vorher schon, bevor ein Erdbeben kommt. Wenn man sich aufmerksam die Welt anschaut und die Menschen anschaut mit Empathie, dann sieht man, da bröselt irgendwas, da stimmt was nicht. Und dann bin ich ja noch weiter gegangen und habe das an diesen beiden, dem Türken und dem Jugo, noch weitergeführt, weil der eine ist ja auch wieder besser vorkommt als der andere. Ja, ja. Es ist nicht das Österreich das einzige fremdenfeindliche Land auf der Welt gewesen. Ich war nicht dann die sagen, ich bin jetzt da, die nächsten sollen jetzt nicht mehr kommen. Ja, ja, ja. Und das habe ich ja über Jahre fortgeführt, diesen Jugo, der dann in einem Programm, in der Nummer dann sagt, er freut sich so, dass sein Burm am Rapidplatz steht und schreit Ausländer aus. Jetzt ist er endlich Österreicher. Ich hab als junger Berufsschullehrer erlebt, dass ich in Klassen war, wo die alle gesagt haben, die halt aus Jugoslawien gekommen sind, haben gesagt, wir sind Jugoslawen. Und fünf Jahre später haben sie gesagt, nein, ich bin Serb, ich bin Kroate, ich bin Slowene. Eine der traurigsten Entwicklungen in Europa, denn so ist für mich Serbien sehr weit entfernt von Europa, solange diese Gedanken nicht weg sind. Und Gegenteil, das ist genau die Geschichte. Das entwickelt sich in die andere Richtung. Es geht mehr ins Rassistische eine. Und jetzt sind dann solche Sachen, denen wir uns auch anbiedern in der jetzigen Regierung und auch in der vorigen, Nordmazedonien, nichts für ungut. Ich denke mal, da kann der 22. Bezirk mit seiner Einwohnerzahl durchaus Mitglied der EU sein und ein souveräner der Bezirksvorsteher wird das gern hören. Ja, ich sage, der Bezirksvorsteher wird das gern hören. Man soll es in Nordmazedonien anschauen. Ja, ja. Er muss halt ein paar Verbrecher in die Regierung dann reinnehmen, dann geht's schon. Ja, aber wir haben zum Beispiel gesehen, das war ja ein großes Thema, das gab es 2015, 16, die große Flüchtlingswelle, die gekommen ist. Da. Ja, auch da gab es diese Problematik. Grundsätzlich große Empathie, sehr positiv. Und dann wieder etwas zu wenig nachdenken
Und der große Vorwurf geht da an meine Seite, an unsere Seite, an die linke Seite. Wir haben uns das Thema zu schnell wegnehmen lassen, ja, von den Rechtsextremen, ja, und von den Faschisten. Denn wir hätten das auch kritisch behandeln müssen. Es hätte nicht sein müssen, man kann durchaus behördlich auch vorgehen, wenn der Schwung kommt, okay, retten, aber ja, dann jetzt einmal schauen, wie viel aus dem Land haben einen Status. Beispiel Bundesrepublik Deutschland. Es geht nicht, dass nordafrikanische Länder wie Marokko, Tunesien ihre Kleinkriminalität quasi auslagern. Ja, ja. Das muss man als Linker auch, ja, sagen können, man, ja, muss es eigentlich, ja, sagen. Weil sonst sagt es wer anderer. Und der meint sowas dann ganz anders. Ja, ja, ja. Die Überschrift war gewesen, Humanität und Ordnung. Ja, ja. Man darf nicht auf Ordnung, darauf darf man nicht verzichten, weil dann verzichtet man auf sehr viel. Ja. Wenn das jetzt einfach unkontrolliert geht, weil eins ist ja erwiesen, in dem Moment, wo du das falsche Deal aufmachst, sind als erstes die Rotzen drinnen. Das heißt, ja, die, ja, Bücherei ist als, ja, erstes, ja, drinnen. Und, ja, und dazu, das liegt mir sehr am Herzen, muss ich auch was sagen, Erlebnisse dann auch mit der fremden Polizei. Und ich möchte nicht Polizei oder Fremdenpolizei generell beschimpfen, sind sehr viele Leute, die einen sehr schwierigen Job haben. Ich beneide die überhaupt nicht drum. Und sie müssen ordentlich bezahlt werden und so weiter. Aber die tun... Es gibt so ein böses Schimpfwort in der Floridsdorfer Unterwelt für einen Polizisten, der Kappelständer. Also der Kappelständer, der ist nur, dass man das Kappe wo aufhängen kann. Und deren gibt es Leute, die sind Leute, die abschirmen und verhaften, die erwischen können leicht. Weil der steht in der Bäckerei und macht einen Striezel. Dann kommen die einen mit aufgestellten Kragen, die kleinen Djangos, und schicken ihm zurück nach... Solche Sachen habe ich erlebt. Ja? Ja. Den Bücher erwischen sie ja nicht, weil von denen haben sie Angst. Ja. Das sind diese Hosenscheißer-Kappelständer. Ja. Ich finde, die Polizei ist wichtig und die muss auch ihren Job machen, aber dann macht euch ein bisschen die Mühe. Nehmt nicht den Harmlosen, der gar nichts angestellt hat, der nur auf irgendeinem Papier ist ein Hagel falsch und den schickt man zurück. So wie jetzt die Corona-Anzeigen, wo zwei Pensionisten im Park gesessen sind, weil es genau, was 90 Zentimeter... Wo ich jetzt wohne im Bezirk Dulen, die waren die Fleißigsten. Die haben dort... Bei den Motorradfahrern, die waren ja durchgeknallt. Ja. Und da finde ich, und das ist auch schade, unter Kreisky gab es so eine Bewegung, Bürger in Uniform, die gab es auch in Deutschland, Mitbürger in Uniform. Ich will ja die Polizei, ich will ja geschützt sein, ich will ja, was passiert, wohin geht's, bitte helfen Sie mir, Herr Inspektor. Das will ich. Der legendäre Polizeipräsident Josje Hollerbeck mit dem Satz, Polizei, dein Freund und Helfer. Genau. Und dann war ein schöner Slogan war in den 70ern oder 60ern, bist du jung, gesund und frei, dann komm zur Wiener Polizei. Ja. Und dort sind ja sehr viele aus Mistelbach gekommen. Und das war der Sorge mit den Mistelbachern. Ne? Ja. Ja. Herr Resetal, Sie sind ja auch, weil Sie auch das sozusagen auch fürs Programm immer wieder brauchen, ein ganz aktueller und genauer Beobachter der politischen Entwicklungen. Ja. Wie schätzen Sie denn heute die politische Entwicklung in unserem Land? Wir haben jetzt 75 Jahre Zweite Republik feiert, 25 Jahre EU. Wie täten Sie heute die politische Entwicklung einschätzen? Es ist so, wenn man so stark seinen Gefühlen Ausdruck gibt, dann ist es manchmal inflationär. Ich bin erschüttert. Ich habe einige Tage jetzt hinter mir, weil ich dieses Kasperltheater in Brüssel verfolgt habe. Ich leide daran. Ich will das alles nicht mehr sehen. Es kotzt mich dermaßen an. Leider sind die Medien Komplizen dieser Art von Politik und dieser Art von Regierung, die wir haben. Es werden Überschriften fabriziert, wie vorhin erwähnt, der Fotograf wird mit, fotografiert in den alten Posen und vielleicht, wenn die Sonne hinten ist, dass er einen Heiligenschein auch noch hat. Inhaltlich ist nichts. Man hat vom Schüssel als Schweigekanzler gesprochen. Der jetzige, der Jungkanzler, der Superstar, der schweigt nicht, der quatscht. Aber sinnlos. Also im Endeffekt ist es selber wie beim Schüssel. Der eine geschwingt, der andere ist der Quatschkanzler. Der Schweigekanzler, der Quatschkanzler. Und jeden Tag 4 Pressekonferenzen. Das geht ja alles nicht mehr. Die sollen doch irgendwo was arbeiten. Jetzt wird die Maskenpflicht nicht vom... Das muss der Kanzler verkünden. Warum muss der Kanzler darum kümmern, dass die Tierhäusel zu ist? Gestern hat es in Frankreich einen Minister verkündet und der Macron war beim Gipfel. Ne? Nein, aber wir müssen warten... Ja. Bis der Heiland zurückkommt und damit er wieder seine Ruderbewegungen machen kann und sagen, und das leider, jetzt wieder beschimpft werden, sehr viel ist mir wurscht.
Viele Depperte fallen auf das eine, die sagen, schau, der kümmert sich um uns. Ja. Das ist Europa-Verhalten. Ja. Gerade junge Leute, man muss die jungen Leute aufrufen, darum heißt mein Programm Wurscht. Es ist nicht wurscht, ob es hier wählen geht. Verdammt, jetzt kommt die Wienwahl. Um Gottes Willen, da zeichnen sich Katastrophen ab, wenn die möglichen Katastrophen. Sie werden nicht eintreten. Da klopfe ich aber wirklich und bin auch gut dazu. Aber geht's doch bitte wählen. Wenn sie in der besten Stadt der Welt weiterleben wollen, sondern die in Ordnung sein soll. Also, was da alles die Leute über sich erkennen, die werden zugeschüttet mit 15 Pressekonferenzen. Wenn ich einige der Minister und Ministerinnen sehe, beginne mit einem Namen, Nehammer und mit einigen anderen, dann frage ich mich, was macht die Frau, was sagt die da? Ich habe es nicht verstanden. Sie hat es aber auch nicht verstanden. Das heißt, die versteht den eigenen Schummelzettel nicht. Na, der Innenminister hat gesagt, der ist die Flex. Jetzt hat es zwischen Sozialdemokratie, Künstlern, Kabarettisten nicht immer ein friktionsfreies Verhältnis gegeben. Das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe immer zu denen auch gehört, die sich bemüht haben und auch gesagt haben, man muss sich da besser vernetzen, man muss intensiveren Dialog pflegen und das wird auch gut sein. Aber jetzt vor der Wien-Wahl ist es natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich glaube, in Wien ist auch ein... Ich sage es einmal als Wiener Politiker, ich glaube, dass ein Bemühen erkennbar ist um die Künstlerinnen und Künstler. Das ist erkennbar. Es ist zum Beispiel auch ein Bemühen erkennbar durch die neue Staatssekretärin im Kulturministerium, die eine Überbrückungshilfe für Künstler, und zwar blitzartig, weil sie sich auskennt. Sie muss sie auskennen. Die kann nicht von irgendwo daherkommen und sagen, grüß Gott, ihr spukt alle, sondern die muss schauen, wie man helfen kann. Ja. Und das ist passiert, ich habe das beantragt. Ist eine Überbrückung. Ich werde es zurückzahlen müssen, wenn ich mehr als etwas, einen bestimmten Betrag verdiene, werde ich es auch tun. Aber jetzt hilft es mir. Ich bin jetzt ein halbes Jahr auf Reserve gefahren. Ja, ich löse meine Altersvorsorge auf. Ich weiß schon. Auf hohem Niveau jammern. Ich weiß schon. Es geht um die vielen anderen Bereiche und so weiter, die vorhin erwähnten. Aber es geschieht jetzt, das hat mich sehr erfreut, dass da was passiert ist. Aber es muss noch mehr passieren. Vor allem müssen die jungen Leute wollen gehen, die in den Genuss dieser Stadt kommen. Das darf man bitte nicht. Wir sind da am Donaukanal. Schauen wir, was da alles passiert ist, was in Folge noch passieren wird, an positiven Entwicklungen. Also schaut euch das an, ihr Jungen, und reißt euch, hebt den Arsch und geht's wollen, verdammt. Und wollen Sie zur Wien-Wahl noch, also wir werden da in einer spannenden Situation sein, aber wollen gehen und vielleicht gibt es die Chance, dass die Sozialdemokratie da wieder das Vertrauen. Ich würde das sehr hoffen. Ich würde das, und da gibt es ja einige komplizierte Zusammenhänge, meine Aussage damals, die Grünen betreffend mit den 4%, das habe ich ja im Fernsehinterview dann auch korrigiert, revidiert. Ich möchte die Grünen durchaus im Parlament haben als Opposition, aber ich möchte sie nicht in der Regierung haben, weil sie dazu die Leute nicht haben. Sie haben manche nicht, viele nicht. Ich möchte sie auch in Wien in einer möglichen Koalition drinnen haben, als Kontrollfaktor, als Kreativfaktor, wie auch immer. Sei die Kreativität manchmal auch an der Grenze des Bizarren, um es sehr höflich und vorsichtig auszudrücken. Aber das möchte ich schon haben. Aber man muss sehen, was Wien historisch war. Man muss sich wirklich anschauen, man muss einmal vorher einen Ausflug machen zum Karl-Marx-Hof und zu den vielen großen Gemeindebauten, an den Breitner auch erinnern, an das Rote Wien, das weltlegendär war, wo es aus der ganzen Welt hergekommen sind, Gemeindebauten anschauen in der Zwischenkriegszeit. Leider, schaut euch jetzt ein bisschen an. Natürlich gehört die Sozialdemokratie unbedingt kontrolliert. Da gab es ja auch einiges an Unerfreulichem, auch in Wien, das muss ich schon sagen, und gerade in Wien auch. Aber okay. Da muss das bekämpft werden. Aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass diese Schamlosigkeit der Slimfit-Anzugträger in der jetzigen Regierung, die hat nicht vorgeherrscht. Also die haben wir, glaube ich, in Wien jetzt nicht, in der SPÖ zumindest. Überhaupt nicht in der Dimension, in der weltweiten Dimension, wo Freundeln sind, die weltweit gesucht werden von der Interpol und so weiter, die vorher Busse geben und gespendet haben, Hunderttausende Euro, Verbrecher. Man muss ja sagen, das sind Verbrecher, man hat sich von Verbrechern finanzieren lassen. Man muss die Sachen aussprechen, Schluss mit der Höflichkeit, weil die haben mit uns überhaupt keine Verbindung und kein Mitleid. Die machen das, die spenden und fordern. Und dann haben sie halt eine Regierung, wie sie es wollen. Entschuldigung, es
es vergällt mir mein Leben, ich muss es sagen. Weil berufsbedingt natürlich mit dieser, ich kann ja gar nicht anders, als mich damit zu befassen. Ich könnte mir nicht an die Donau setzen und zwei Tage angehen, weil da schaue ich schon nach, was machen die Arschlöcher. Ja. Lieber Herr Resetaritz, das war ja fast jetzt eine Wahlempfehlung. Ja, aber das, ich stehe nicht an zu sagen, ich bin ja nicht der ORF, ich bin ein Kabarettist und suche mir die Situationen aus, wo ich etwas kritisiere oder auch etwas empfehle. Ich stehe nicht an, eine Wahlempfehlung auszusprechen. Ja. Ich bin der Meinung, würde ich in Wien wohnen, also ich würde rot wählen. Gut, wir haben ja auch viele kritische Diskussionen im Inneren und ich kann auch versprechen, dass wir als Bundesbildungsorganisation alles tun werden, die Künstlerinnen und Künstler sozusagen wirklich, wirklich gut zu verstehen und den Dialog und mit zu allem Respekt und nichts dafür verlangen, als mir jetzt dafür oder sonst irgendwas. Ich habe ja auch nicht, ich sage jetzt auch nicht, dass ich 2 Millionen Euro gekriegt habe für den Satz jetzt mit den Nein, aber Sie kriegen was anderes. Lieber Herr Resetaritz. An Wiener Honig? Ja, rate ich richtig. An speziellen. Mein politischer Wahlkreis ist Hitzing und ich bin dort der SPÖ-Vorsitzender und am Dach der SPÖ-Bezirksorganisation sind, glaube ich, 12 Bienenstöcke, wo hunderttausende fleißige sozialdemokratische Bienen einen biozertifizierten, genfrei zertifizierten Honig mit einem tollen Imker gemeinsam produzieren. Und das ist gesund und gut und das möchte ich Ihnen geben und möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich ganz, das ist ein wunderbares Geschenk. Also ich bin ein Honigfreund und Imkerfreund und Bienenfreund aus Hitze. Wunderbar. Jetzt müssen wir es so machen. Vielen Dank. Ja, okay. Dankeschön. Ich danke. Danke.